Einen wunderschönen guten Tag mal wieder bei Passion Driving. Ich bin der Sebastian und wenn ihr mich und meinen Blog kennt, dann wisst ihr, mein Motto ist, jedes Auto hat ein Recht auf Prügel. Und das Auto, das wir heute prügeln, ist der nagelneue Audi A7. Der Audi A7 ist ja durchaus ein Auto gewesen, wo es ein bisschen schwer war einzuordnen, wie toll ist er denn wirklich optisch. Also da sind ja die Meinungen immer breit auseinandergegangen, meine auch. Ich fand den ganz schwierig, seit dem Facelift ist es besser geworden. Der neue, doch, ich muss sagen, der sieht richtig gut aus. Einerseits, weil er halt dieses breite Gesicht jetzt auch bekommen hat von Audi. Da wird auch immer gern so ein bisschen gesagt, oh, ist das nicht ein bisschen zu breit? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das passt doch zu dem Auto, ne? So ein Auto soll ein bisschen breit haben, soll schön kräftig auf der Straße stehen. Und es wurde auch Zeit, dass der A7 jetzt wirklich mal ein bisschen aufgefrischt wurde. Und Audi hat sich auch mal wieder was Neues einfallen lassen, was die Lichtsignatur angeht. Dass das Ganze ein bisschen fancier aussieht. Haben wir hier jetzt so ein eine Lichtsignatur, die besteht aus 32 LED-Elementen, aufgeteilt in zwei unterschiedliche Reihen für das HD-Matrix-LED dann tatsächlich auch, plus dann eben diese 16 Balken hier für das LED-Tagfahrlicht. Wir haben hier unten drin erkennbar mit den blauen Elementen auch natürlich Laserlicht, Laserfernlicht. Aber klar, da muss man schon die richtigen Haken machen auf der Aufpreisliste, damit das dann auch so ausgestattet ist. Was anderes, was sofort auffällig ist, hier vorne haben wir diese zwei schwarzen Kästen. Jetzt kann man darüber streiten, ob man das hätte schöner unterbringen können. Aber diese schwarzen Kästen, dahinter verstecken sich eben LIDAR, also Laserscanner. Mit denen ist der A7 vorbereitet für gewisse Funktionen, was autonomes, teilautonomes Fahren angeht. Aktuell kann er da noch nicht so viel. Er hat seinen Spurhalteassistenten. Er hat eine erweiterte Fassung davon, dass er dann eben auch so eine Spurführung in Baustellen und solchen Bereichen hat. Aber was Audi letztes Jahr beim A8 angekündigt hatte, das wird sicherlich noch ein Stückchen dauern, nämlich dass man dann tatsächlich auch im Stau, ich glaube bis 60 km/h sind es, dann wirklich komplett frei autonom fahren kann, sich zurücklehnen kann, nicht alle paar Sekunden ans Lenkrad gehen muss und das Auto erinnert einen dann irgendwann, wenn man wieder ans Steuer gehen soll. Genau das machen wir jetzt. Jetzt gehen wir mal rein und gucken uns den mal von innen an. So, da sind wir im neuen A7. Was als erstes auffällt, dieses mega große, schöne, breite, schwarze Bälkchen, das sich da durchzieht. Kennen wir so auch schon vom Audi A8. Und das ist tatsächlich, da kann man auch wieder ein bisschen geteilter Meinung sein. Ich persönlich mag das ja immer nicht, wenn man hier so viel Klavierlack drin hat. Dann hat man immer so viele Fettflecken und Staub und überhaupt. Aber das Besondere ist eben, ich habe hier diese zwei Displays plus natürlich dann noch das riesig große Virtual Cockpit. Das ganze System ist darauf ausgelegt, dass man halt eben jetzt wirklich so wenig Schalter wie möglich hat. Man sieht es auch schon, hier ist quasi nichts mehr, was irgendwo noch mit echten Hardware-Tasten belegt ist. Der große Teil läuft jetzt über diese beiden Displays und das ist eben so ausgerichtet, dass man hier auch ein schönes Feedback bekommt. Also wenn ich hier irgendwas antippe, dann klickt das Ganze auch. Also ich bekomme auch ein akustisches Feedback. Das ist ganz schön und auch das Display, es klickt auch leicht. Also ich habe also auch ein haptisches Feedback. Und jetzt kann man ja darüber streiten, ich finde das blöd, wenn hier alles wirklich nur noch Touch ist und ich habe keinen mechanischen Hardware-Input für das ganze Gerät. Ich muss sagen, ich bin das jetzt das erste Mal auch hier im A7 gefahren und ich bin tatsächlich überrascht, wie gut das funktioniert. Das hat aber auch viel mit der Ergonomie zu tun. Audi hat sich dabei überlegt, wenn ich eben sowas hier blind bedienen will, dann muss ich diese Schaltflächen und diese Bereiche auch blind finden und wieder lernen können. Und das hat Audi insofern ganz gut gelöst, weil der Abstand hier vom Schalthebel zu dem Display extra so ausgelegt ist, dass ich meine Hand in der Regel hier drauf ruhen lassen kann. Das heißt, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich fahre, ich gucke kurz runter, welche Funktion will ich jetzt bedienen, dann kann ich schon mal meine Hand ablegen und dann kann ich kurz schauen, aha, ja, Sitzbelüftung will ich einschalten, Sitzbelüftung ausmachen. Dadurch, dass meine Hand also in einer statischen Position hängt, ist das deutlich intuitiver und ich muss nicht rumsuchen wie in einem Display, wenn man sonst fährt und dann die Hand bewegt sich immer woanders hin, wo man also nach jedem Mal Blick abwenden wieder neu ziehen muss. Virtual Cockpit kennen wir bereits, das ist sehr schön, sehr groß geworden und dann haben wir auch ein neues Lenkrad, auch ein neues Lenkraddesign, ein kleiner kompakter Pralltopf, der dann so sechskantig geformt ist, das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Innenraum. Ich mag diese hochgezogene Lüftungskante hier, wo auch diese Lüftungsdüsen drin sind. Aber im Gegensatz zum A4 und A6, beziehungsweise A6, den gibt es ja noch nicht, aber beim A4 haben wir nicht diese komplett durchgehenden Lüftungskanten, Lüftungsdüsen. Ja, die Sitze,
sind auch Neusitze, die sind eben diese Multikontursitze, wo man sich dann eben auch die Seitenwangen aufpumpen kann und alles, wenn man natürlich auch wieder die richtigen Häkchen gemacht hat auf der Aufpreisliste. Die sind sehr bequem und vor allem haben die auch einen super, super Seitenhalt. Sie sind belüftbar, sie sind beheizbar. Beheizung brauchen wir jetzt heute bei 30 Grad hier nicht. Und sie haben auch eben Massagefunktionen, sind vielseitig einstellbar. Man kann damit wirklich bequem fahren. Und das ist tatsächlich auch das, was den Audi A7 so richtig stark macht, dieses bequeme Fahren. Ja, und ich würde sagen, was zählt, ist wie immer der Fahreindruck. Und genau um den werden wir uns kümmern. Das heißt, ich mache mich jetzt mal los im A7 und dann erzähle ich euch mal ein bisschen was von der Straße. Gut, wir sind unterwegs im Audi A7 55 TFSI, das heißt also mit einem 3 Liter Turbobenziner mit, jetzt muss ich selber nochmal genau spicken, ich glaube 360 PS, vergesst das, 340 PS, Entschuldigung, ich bin bei sowas vergesslich. 340 PS und, oh, was ist noch nennenswert, 500 Newtonmeter Drehmoment. Erstaunlich, die maximale Leistung liegt bei 5000 bis 6400 Umdrehungen an, also tatsächlich relativ weit oben erst. Wobei ich eigentlich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass dieser TFSI, der 3 Liter TFSI, eher so ein bisschen zugeschnürt ist oben raus. Aber vielleicht täuscht auch der Eindruck. Und ja, nehmt es mir nicht übel, ich habe eine Sonnenbrille auf, aber es ist halt einfach echt arschhell hier in Südafrika. Es blendet und ich möchte mich gerne richtig aufs Fahren konzentrieren können. Also nehmt mir diese Sonnenbrille bitte nicht übel. Ja, was ich euch aber schon mal vorab so sagen kann. Also wir sind jetzt gerade im Komfortmodus unterwegs. Das heißt, die Adaptive Air Suspension ist eben schön auf komfortabel ausgelegt und da funktioniert das Fahrwerk auch echt schön angenehm. Es schwingt alles, es schluckt Bodenwellen ungemein gut weg. Lenkung ist angenehm leichtgängig. Das fühlt sich wirklich super an. Das Einzige ist, die Räder, die machen den Komfort tatsächlich wieder ein Stück weit kaputt. Los geht's bei 18 Zoll Rädern. Hier sind 20 Zoll Räder verbaut. Es gibt sogar ab Werk 21 Zoll Räder. Ja, und die poltern gerade so kleine Schlaglöcher und Fugen und sowas, solche Stöße, die werden da schon ziemlich erbarmungslos durchgereicht. Das macht den Komfort des Fahrwerks tatsächlich wieder ein bisschen kaputt. Aber selbst im Komfortmodus fährt das Fahrwerk echt nicht verkehrt. Dann geht natürlich auch an die Dynamiklenkung, aber jetzt machen wir mal den Dynamikmodus rein. Das ist ja dann eh ein bisschen spannender. Ja, man merkt sofort, also die Spreizung dieser Modi, der ist schon sehr, sehr deutlich. Die haben auch da offensichtlich ein bisschen Wert drauf gelegt, das deutlich größer auseinanderzulegen, die beiden Modi. Und das ist schon spürbar. Also im Dynamikmodus ist die Dämpfung deutlich härter. Ist auch weniger Wandbewegung, wobei das immer noch ein bisschen Bewegung in der Karosserie ist, aber es ist ja auch kein rastiger Sportwagen. Die Dynamiklenkung, das ist schon klasse. Oh ja. Die Dynamiklenkung, das heißt, wir haben an der Hinterachse die Räder lenken mit. Was machen die bis 60 km/h im Regelfall entgegengesetzt? Das heißt also, entgegengesetzte Lenkung, werde ich euch gleich noch zeigen, was ich damit meine. Das sorgt für eben kleine Lenkradien und dass man sehr, sehr angenehm um Ecken rumkommt und ist natürlich auch so auf Landstraßen toll, weil auch hier mögen wir es sehr gerne wendig. Sie haben das Zwischenziel erreicht.
Naja, und oberhalb von 60 km/h lenken die Räder eher parallel, um für mehr Stabilität zu sorgen. Es wird quasi virtuell der Radstand verlängert und so mehr Fahrstabilität erzeugt. Sie macht das aber jetzt natürlich nicht rein statisch nur bis 60 km/h. Das heißt, insgesamt bis 120 km/h hat sie immer noch die Gelegenheit, auch gegenläufig zu lenken. Oh, und hier merkt man das unfassbar gut. Wow! Okay, also das ist schon wirklich beeindruckend, welche Lenkwinkel hier mit der Dynamiklenkung möglich sind, die das Auto einlenkt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also man merkt auch wirklich, man fährt in die Kurve rein und der Lenkradius verändert sich dann mit sinkender Geschwindigkeit. Das heißt also, an der Hinterachse wird dann tatsächlich mehr gelenkt. Und das sorgt dafür, dass das Auto wirklich richtig schön in die Kurve reinzieht. Ja, dazu kommt dann natürlich, hier im Testwagen verbaut ist auch das Sportdifferential. Sportdifferential sorgt dafür, dass aktiv die Momente an der Hinterachse verteilt werden. Wir haben ja eh ein Quattro, auch noch den klassischen Quattro, das heißt also mit Torsen selbstsperrendem Mittendifferential, das für eine Lastverteilung zwischen vorne und hinten sorgt. Ja, und dann haben wir eben natürlich noch das Sportdifferential an Bord, was an der Hinterachse dann elektronisch geregelt auch nochmal die Kraft zwischen den Rädern verteilt. Und das sorgt tatsächlich in Kombination so mit der Allradlenkung hier schon für ein sehr dynamisches Fahrverhalten. Man muss auch sagen, insgesamt ist der A7 auch tatsächlich vom Gefühl her deutlich leichtfüßiger geworden. Allerdings, da geht es sicherlich auch viel darauf zurück, wie einfach Fahrwerk und Lenkung hier arbeiten. Das ist einfach subjektiv, vor allem ein sehr leichtfüßiges Gefühl. Tatsächlich, wenn man so in die Kurven anbremst, dann merkt man es eben auf der Bremse einfach, das Gewicht. Ich kann bisher keine Ausfallentscheidungen in der Bremse irgendwie kritisieren, das nicht. Aber man merkt halt einfach die Masse vom Fahrzeug, wenn du anfängst zu bremsen und er schiebt dann immer noch relativ kräftig dann natürlich über alle Viere weiter. Da ist halt viel Masse in Bewegung und das kann der Wagen nicht ganz verheimlichen. Aber Audi R6 ist für mich so ein Beispiel gewesen von einem Auto, das dynamisch unterwegs ist, aber eben, ich fand den nie so richtig gut zu fahren, weil er dann eben doch ganz ordentlich aufgrund seiner Masse am Schieben ist. Und es dadurch auch immer ein Stück weit unvorhersehbar wird, wie der Wagen denn jetzt tatsächlich in die Kurven reinfahren wird. Linienwahl schwierig, du konntest nie so ganz prognostizieren, welche Linie wird das Auto im Kurvenausgang haben. Und das ist hier mit dem A7 schon gar nicht mehr der Fall. Er fühlt sich deutlich präziser und sauberer nach meinem Empfinden an als der RS6. Man darf also wirklich sehr gespannt sein, wenn auf der Plattform dann RS7 kommt. Ich glaube, da steckt eine ganze Menge Potenzial drin. Ich meine, man sieht es ja auch am Panamera. Die Fahrzeuge sind die gleiche Plattform. Es ist die gleiche Plattform aus dem Konzern, die auf der das Ganze aufbaut. Es sind ja sogar auch die gleichen Motoren da drin. Und der Panamera, ich bin selbst noch nicht gefahren, macht aber von allem, was man bisher gehört hat, wirklich einen fantastischen Job aus fahrdynamischer Sicht. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn hier von ein RS7 kommt, der wird so schlecht nicht unterwegs sein. Die Schattenseite vom A7 ist definitiv nicht das Heck, weil Schattenseiten hat der A7, ich weiß nicht, hat der Schattenseiten? Ich glaube nicht eigentlich, nee. Aber was wirklich so eine Prachtseite vom A7 ist, ist das Heck. Genau der Punkt, an dem man sich sicherlich vorher am ehesten streiten konnte, ob man das Auto mag oder nicht, ist, finde ich, im Neuen richtig, richtig gut geworden. Also insbesondere, ich bin vorhin auch meinem A7 hinterhergefahren. Das wirkt jetzt deutlich breiter, deutlich stämmiger. Und dann haben wir natürlich noch diese durchgehende Lichtleiste, die auch dann noch sehr hübsch animiert ist, wenn ich eben das Fahrzeug starte oder abstelle. Das sieht einfach richtig gut aus. Der A7 ist wirklich optisch für mich ein großer Knaller geworden. Fahrdynamisch profitiert er eben vor allem davon, dass er jetzt diese Dynamik-Allradlenkung hat. Wir haben also Vorderachse bei Geschwindigkeiten bis 60 km/h, wenn ich dort nach links lenke, lenkt die Hinterachse nach rechts gegenläufig. Das heißt, dann habe ich so einen Lenkradius und das sorgt dafür, dass das Auto eben sehr schön wendig einlenkt und mitgeht und hilft natürlich auch sehr gut dabei, Untersteuern zu minimieren. Auf der anderen Seite, wenn ich mehr Stabilität haben möchte, schneller 60 km/h, dann lenken die Räder parallel. Das sorgt dafür, dass das Auto eine bessere Spurtreue hat und eben deutlich stabiler dann eben auch bei Spurwechseln und sowas unterwegs ist. Und von all diesen Funktionalitäten profitiert der A7 definitiv.
Die adaptive Air Suspension, tolles Fahrwerk, hat eine schöne Spreizung, eine sehr große Spreizung zwischen Komfort und Dynamik. Habe ich vorhin auch schon gesagt, dass das wirklich was ist, wovon das Auto profitiert. Mein einziger Kritikpunkt, wenn wir es eigentlich so behalten wollen, bleibt tatsächlich die Räder. 20 Zoll Felgen, 21 Zoll Felgen sind hübsch anzugucken und passen auch eben sehr gut zu dem Auto. Man kennt das ja immer, die Designer, wenn die dann auf dem Papier ihre Skizzen machen, naja, dann haben sie halt hier so dieses flache Auto und dann diese Felgen und diese Räder drauf. Das sieht auf dem Papier toll aus und das sieht auch in echt toll aus. Der Nachteil ist halt, ja, der Komfort leidet da tatsächlich drunter. Man kriegt viele Stöße und Gepolter tatsächlich von den Rädern durch. Und das sorgt dafür, dass dieser ganze Aufwand, den ich ja mit dieser Adaptive Air Suspension betreibe, ein Stück weit kaputt gemacht wird. Das ist schade. Ja, ansonsten ist der A7 wirklich, wirklich ein gelungenes Auto. Das ist nicht der Dynamiker schlechthin, es ist ein Grand Tour. Das heißt also, ein komfortables, sportliches Reisecoupé. Und den Job macht er wirklich gut. Wenn ihr mich fragen würdet, ich würde ihn als Diesel nehmen. Der klingt sogar in meinen Augen etwas besser, ein bisschen knurriger, ein bisschen tiefer. Das passt besser zu so einer Limousine, zu so einem großen Coupé. Ja, und Leistung hat er genug. Aber wie es halt so bei uns ist, ich freue mich dann vor allem auf den R7. Bis dahin sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian, macht's gut. Und lasst mich bitte dann natürlich auch in den Kommentaren wissen, was ihr jetzt vom neuen A7 haltet. Bis dann!